Die Rettungsbaumannschaft. Hab dich, du bist. Hab dich. Aha, jetzt bin ich dran, Partner. Oh, hey. Sag mal, hört ihr das auch? Da. Das ist Paulina, die Pizzabäckerin. Und es sieht aus, als würde sie etwas bauen. Hallo, Paulina. Oh, hey, Monster Trucks. Schön, dass ihr da seid. Ich baue mir nämlich mein eigenes Pizzarestaurant. Aber es gibt ein kleines Problemchen. Ich weiß nicht, wie man ein Restaurant baut. Oh nein! Ich glaube, ich bekomme doch kein eigenes Restaurant. Hey, nicht aufgeben, Paulina. Wir können dir helfen, dein Restaurant zu bauen. Das könnt ihr? Aber wie? Erstmal zeichnen wir auf, was wir bauen wollen und danach wie. Das nennt man Entwurf. Als erstes zeichnen wir die Form des Restaurants. Und dann kommen die Fenster. Und die Tür, damit die Kunden reinkommen können. Jetzt braucht das Restaurant nur noch ein großes Schild. Welches Bild gehört zu einem Pizzarestaurant? Das da! Richtig! Der Entwurf ist fertig und der Bau kann losgehen. Das sieht toll aus, AJ. Aber wer baut mir denn das alles? Na, wer? Wir! Wir machen das, Paulina! Ja! Wir müssen uns dafür doch einfach nur in Baufahrzeuge verwandeln. Na dann mal los! Ich könnte ein Fahrzeug werden, das eine Menge hochheben kann, wie ein Kran. Um ein Kran zu werden, brauche ich einen langen Teleskop-Schwenkarm. Um einen Teleskop-Schwenkarm zu machen, ruft Teleskop-Schwenkarm! Teleskop-Schwenkarm! Yeeha! Ich will ein Fahrzeug zum Graben werden wie ein großer Bagger! Ein Bagger hat einen langen hydraulischen Arm mit einer Schaufel am Ende. Um einen hydraulischen Arm zu bauen, ruft hydraulischer Arm! Hydraulischer Arm! Jetzt verwandeln wir mich in ein Baufahrzeug mit super Schiebekraft. Ich werde eine Planierraupe. Planierraupen haben vorn ein Stahlschild, um Sachen wegzuschieben. Um das Stahlschild zu bauen, ruft Stahlschild. Stahlschild! Oh ja! Jetzt sind wir Baufahrzeug-Monstermaschinen! Naja, hat man die richtige Mannschaft, gibt es nichts, was man nicht schafft. Ja! 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 Hey, sieh mal, eine neue Pizzeria. Oh, cool. Ich liebe Pizza. Na dann reinspaziert und willkommen in Paulinas Pizzeria. Oh, ich nehme eine Salami-Pizza. Und ich eine mit extra viel Käse. Seht nur, uns ruft jemand an. Es sind Crusher und Picky. Hey, Blaze und AJ. Wir wollten euch nur kurz mitteilen, dass ihr nicht die Einzigen seid, die heute was bauen. Das stimmt. Crusher und ich bauen schon den ganzen Tag. Wir bauen und bauen, ohne vorher Pläne gezeichnet zu haben. So, und fertig. Schon fertig? Ha, ja! Und was ist es? Seht's euch an! Das ist der größte, der längste und allerhöchste Turm der Welt! Wow! Und wie kommen wir wieder runter? Ist das denn nicht klar? Wir nehmen die Treppe. Ach ja, klar! Nur haben wir keine Treppe gebaut. Oh, tja, in diesem Fall nehmen wir einfach den Fahrstuhl. Natürlich. Aber einen Fahrstuhl haben wir auch nicht gebaut. Und eine Rampe? Nein. Eine Feuerwehrstange? Und ein wirklich echt langes Seil? Nein, mein Herr. Dann willst du damit sagen, wir... Wir haben nichts, um wieder runterzukommen.
Oh nein! Wir müssen die beiden schnell retten! Aber wie sollen wir sie denn bitte schön von dem hohen Turm runterkriegen? Das schaffen wir. Wir sind Baufahrzeuge. Schon vergessen? Wir bauen was, womit wir sie runterholen. Denn hat man die richtige Mannschaft, gibt's nichts, was man nicht schafft! Ein Abenteuer, was wird heute geschehen? Wir wollen Gefahren nur zusammen bestehen. Motor an, es wird grandios! 1, 2, 3 und los! Schlagend, überragend, uns hält keiner auf. Und mega schnell fahrend, wir retten den Tag, denn wir sind gut drauf. Wir sind fahrbereit, brauchen Geschwindigkeit. Los, mach damit mit, gib Gas! Wartet mal, da ist ein Schild. Das heißt, Achtung, 8 hungrige Bären. Meinst du die 8 hungrigen Bären da drüben? Schnell, nichts wie weg hier. Wie sollen wir denn bloß den 8 hungrigen Bären entkommen? Hey, ich hab eine Idee. Wenn wir die Bären mit etwas füttern, dann lassen sie uns vielleicht in Ruhe. Oh, ich rieche da schon was. Oh, seht! Eine Riesenkarotte! Damit füttern wir einen hungrigen Bären! Aber die steckt tief in der Erde. Wie sollen wir die ausgraben, bevor der Bär da hier ist? Das klingt nach einem Job für den Super Bagger Stripes! Ja! Yeah! Na dann los, Stripes! Jaha! Es funktioniert! Statt uns zu jagen, verputzt er die Karotte. Schaut mal, es waren 8 hungrige Bären. Einen haben wir mit einer Karotte gefüttert. Zählen wir mal, wie viele jetzt noch Hunger haben. Zählt mit! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Bären. Und da kommen sie auch schon. Wir wurden von 7 Bären gejagt, aber Stripes hat 3 mit Karotten gefüttert. Wie viele sind jetzt noch übrig? Zählt mit. 1, 2, 3, 4. 4 Bären. Und da sind sie schon. Seht doch mal! 4 hungrige Bären haben uns gejagt und wir haben 4 mit Karotten gefüttert. Haben wir jetzt alle hungrigen Bären gefüttert? Ja! Oh ja! Juhu! Wir haben's geschafft! Echt super gemacht, Bagger Stripes! Tja, ihr kennt ja das Sprichwort. Hat man die richtige Mannschaft, gibt es nichts, was man nicht schafft. Ja! Und weiter geht's. Da lang zu Crusher und Picky. Ich will nicht mehr hier oben sein. Keine Sorge, Crusher. Hilfe ist schon unterwegs. Und während wir warten, spielen wir doch einfach ein Ratespiel. Na gut, aber ich fange an. Okay, Picky, jetzt rate mal, was ich bin. Kikeriki. Oh, ich weiß es. Du tust so, als wärst du eine Ananas. Was bitte? Nein, rate noch mal. Kikeriki. Du bist ein Erdnussbuttermarmeladen-Sandwich. Ein Erdnussbuttermarmeladen-Sandwich?
Nein, ich bin ein Hahn. Siehst du, ich habe Federn und mache Kikeriki. 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 Bist du eine Zahnbürste? Glaubt ihr, wir sind bald am Turm von Crusher und Picky? Aber klar. Bestimmt sind wir in ein paar Minuten da. Wenn uns nicht noch was dazwischen kommt. Oh, Mann. Und wie kommen wir jetzt auf die andere Seite des Flusses? Hey, ich weiß es. Wir bauen einfach eine Brücke, um rüberzukommen. Super Idee. Ich zeichne den Bauplan. Unsere Brücke soll so aussehen. Mit Stützen, Metallträgern und einem Holzsteg. Toller Entwurf, AJ. Aber wo kriegen wir die Teile her, die wir dafür brauchen? Ich glaube, ich weiß es. Seht doch, dort auf dem Fluss treiben Teile. Ja! Die Teile sind perfekt. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, welche davon wir für die Brücke brauchen. Mal sehen. Für den ersten Teil der Brücke brauchen wir eine Stütze und ein Stück vom Holzsteg. Helft uns beim Suchen. Auf welchem Floß liegt eine Stütze und ein Stück vom Holzsteg? Auf dem da, ja! Alles zurück, Leute. Überlasst das Hochheben mir und meiner Kran-Power. Jip, jip, jeha! Ja! Super gemacht, Kran-Starler. Danke, Freunde. Also, weiter geht's. Gut, jetzt bauen wir den Mittelteil der Brücke. Die Teile, die wir jetzt brauchen, sind ein Metallträger und ein Stück vom Holzsteg. Auf welchem Floß liegt ein Metallträger und ein Stück vom Holzsteg? Auf dem, richtig! Noch mehr Teile? Komm sofort! Geschafft! Bald sind wir drüben. Fehlen nur noch ein paar Teile und wir können den letzten Teil der Brücke bauen. Wir brauchen einen Träger, eine Stütze und zwei Stücke vom Holzsteg. Auf welchem Floß liegen ein Träger, eine Stütze und zwei Stücke vom Holzsteg? Auf dem da, ja! Yeah! Sehr gut gebaut, Starla. Ist doch klar. Hat man die richtige Mannschaft, gibt es nichts, was man nicht schafft. Bauplan, Bauplan, mach dir einen Plan. Bevor man etwas baut, da braucht man einen Plan. Du brauchst den Überblick. Mit einem guten Entwurf kommst du besser voran. Wie hoch und lang müssen die Wände sein? Mach einen Plan. Also, Picky, versuchen wir noch eine Raterunde. Was bin ich diesmal? Tschakka, tschakka, tschu, tschu. Ich bin ein... Fleischbällchen! Fleischbällchen? Nein, rat noch mal. Tschakka, tschakka, tschu, tschu. Ich bin ein... Telefon! Ein Telefon? Nein, ich bin ein Zug, siehst du? Ich mache tschakka, tschakka, tschu, tschu. Tschakka, tschakka, tschu, tschu. Tschakka, tschakka, tschu, tschu. Oh, warte, na klar, jetzt weiß ich's. Du bist ein Schuh. Hey, seht doch mal. Da ist Crushers und Pickys Turm. Oh, ja. Wir sind gleich da. Warst du das gerade, Stripes? Ich war's nicht. Hast du das Geräusch gemacht, Starla? Nein, ich auch nicht.
Hast du das Geräusch gemacht, Dekornschaf? Dekornschaf? Na, knutsch mir die Stoßdämpfer. Das ist ein Dickhornschaftunnel. Oh Mann, wenn wir nochmal in den Tunnel fahren, schiebt uns das Dickhornschaf einfach wieder raus. Es sei denn, wir schieben zurück. Nur wer schiebt stärker als das Dickhornschaf? Ich kann das. Ich bin eine Planierraupe, die kräftigste Schiebemaschine, die es gibt. Dann leg mal los, Planierraupe Blaze. Planierraupen-Power! Wir müssen Planierraupe Blaze helfen, fester zu schieben. Das Dickhornschaf schiebt mit einer Kraft von 2. Also brauchen wir eine Kraft, die stärker ist als 2. Welche Zahl ist größer als 2? Die 1 oder die 4? Die 4! Ja! Jeha! Blaze schiebt jetzt stärker als das Dickhornschaf! Oh oh, da kommt der große Bruder des Dickhornschafs! Diese beiden Dickhornschafe schieben zu stark! Zusammen schieben sie mit einer Kraft von 5. Also brauchen wir eine Kraft, die größer ist als 5. Welche dieser Zahlen ist größer als 5? Die 7! Ja! Yeeha! Du schaffst es, Planierraupe Blaze! Wir sind gleich am Ende des Tunnels! Rostige Radkappen! Da kommt der größte Bruder der Dickhornschafe! Schnell! Wir müssen Blaze helfen, noch mehr Schiebekraft zu bekommen. Die Dickhornschafe schieben mit einer Kraft von 9. Welche dieser Zahlen ist größer als 9? Die 10! Richtig! Geschafft, Blaze! Du hast den Dickhorn-Tunnel freigeschoben! Jetzt können wir Crusher und Pinky retten! Baufahrzeugtruppe! Auf zur Rettung! Yeah! Okay, Pinky, was bin ich diesmal? Wuff, wuff, wuff! Oh, diesmal weiß ich es! Du bist eine Tomate! Nein, nochmal! Wuff, wuff, wuff! Ich bin ein Stock! Pinky, ein Stock macht nicht wuff. Denk nach, welches Tier hat denn so ein Fell und macht? Oh, ich weiß es. Du bist ein Turm, der gleich zusammenbricht. Ein Turm, der gleich zusammenbricht? Was soll das denn heißen? Es heißt, dieser Turm bricht gleich zusammen. Der Turm bricht gleich zusammen? Oh nein! Der Turm! Hilfe! Wir müssen was bauen, womit wir Crusher und Pinky da runterholen können. Schnell, machen wir einen Bauplan. Wie wäre es mit etwas langem, rutschigem? Crusher und Pinky könnten dann vom Turm rutschen. Wir bauen eine Riesen-Super-Rutsche. Ah, Hilfe! Los, Beeilung! Wir müssen jetzt diese Super-Rutsche super schnell bauen. Es wird Zeit für Turbo-Speed. Damit wir turbo-schnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Juhu! Los geht's! Ja. Ah!
uns gerettet. Oh, danke. Gern geschehen, Jungs. Das zeigt mal wieder deutlich, hat man die richtige Mannschaft. Gibt es nichts, was man nicht schafft. Und jetzt kommt, Freunde, auf die Rutsche. Oh, komm mit, Crusher. Wir rutschen auch noch mal. Ja, na also, einmal könnte ich doch noch...